Hallo, heute mal eine kleine Spezialität. Und zwar habe ich Maishähnchen gekauft, die sogenannten Kikok-Hähnchen. Ich habe hier Schenkel und ein schönes Bruststück. Die werde ich jetzt zubereiten mit einer Zitronenkräutermarinade. Was ich jetzt dazu brauche, das sind also meine Maishähnchen. Dann brauche ich natürlich Salz und Pfeffer. Ich habe zwei Bio-Zitronen. Dann habe ich frischen Salbei, frischen Thymian, frische Petersilie und zwei Zehen Knoblauch. Dazu brauche ich dann noch Öl, denn ich werde jetzt zunächst mal eine Marinade machen und die Hähnchen darin einlegen. Hier kommt jetzt Öl rein. Dazu kommen dann die frischen Kräuter. Die hatte ich schon vorbereitet. Das ist der Salbei. Und Thymian. Dazu muss jetzt noch Pfeffer und Salz und der Knoblauch. Knoblauch, den schneide ich auch auf kleine Stücke, so wie ich das meistens handhabe. Die Zitronen habe ich natürlich trotz Bio gut gewaschen. So, die schneide ich jetzt mal auf. Gebe ein bisschen von dem Saft hier mit in meine Marinade. Jetzt wird das Ganze gut verrührt. Und die Hähnchen werden dann da drin mariniert. Das Fleisch liegt jetzt in der Marinade und ich stelle das nochmal abgedeckt in den Kühlschrank für 1 bis 1,5 Stunden. Meine Marinierzeit ist nun vorbei. Jetzt kommen die Zitronen hinein, und zwar die schneide ich auf Scheiben und dann werden die unten drunter gelegt. Meine Zitronen habe ich jetzt verteilt. Jetzt kommen die Hähnchenteile oben drauf. Ich mache das immer so, dass das Fleisch immer schön auf einer Zitrone auf jeden Fall aufliegt, wegen des Aromas. Jetzt kommt das Ganze in den Backofen bei 175 Grad, zunächst mal für 30 Minuten und dann schaue ich mir das Ganze mal erst an. 45 Minuten sind jetzt um. Jetzt schöpfe ich die Flüssigkeit von unten, die ausgetreten ist, was nun wahrhaftig nicht viel ist. Daran sieht man schon von der guten Qualität des Hähnchens. Es wird jetzt im Prinzip übergossen. Nun gebe ich eine ganz kleine Spur Paprika dazu, den scharfen. Und auf jedes Stückchen von dem Hähnchen kommt ein kleiner Stich Butter. Das Ganze lässt das dann noch etwas knusprig werden und dippt uns unseren Sud dann auch noch auf. Gar ist das Ganze eh noch nicht. Das merke ich schon. Jetzt sind die Maishähnchen fertig. Die habe ich gerade aus dem Ofen geholt. Nun habe ich das Hähnchen angerichtet. Bei uns gibt es jetzt dazu frisch gekochten Reis. Das ist Basmati-Reis. Etwas von der geschmorten Zitrone mit auf den Teller. Die ausgebackene Butter dazu. Schmeckt sehr, sehr gut. Einen frischen Salat aus dem Garten. Wie gesagt, wie immer, die Soßenfans unter euch, gar kein Problem. Den Sud und den Bratenfond einfach andicken, noch etwas nachwürzen, abschmecken und fertig ist das Ganze. Nun sage ich euch mal bis bald, lieben Gruß, tschüss.